Jetzt bin ich mit meinen Ausführungen einmal fertig. Wenn wer Fragen hat, kann er es halt. Die Hund wirst du es auch nicht gleich tun. Ja, du musst schon vierer kommen, nein, also. Sonst wäre ich da nichts. Wie was? Registrierten Chip muss ja auch angehen. Ja, warum das? Das ist eh schon seit 2 Monaten. Ja, grundsätzlich braucht schon die Genehmigung, also das, die Unterschrift des Genehmigten, aber das ist ja alles heute elektronisch. Ne? Das wird, es geht darum, ob ein Bescheid unterschrieben sein muss. Ne? Sicherlich muss es einem konkreten Entscheidung sogar zuzuordnen sein, aber in der heutigen Zeit ist es elektronisch. Also die Bescheide werden also elektronisch gefertigt. Ne? Kann ich jetzt aufgrund, wenn ich hergehe und sage in der Arbeit, ich verweigere einen Test, ist es dann ganz in Ordnung, wenn mich der Arbeitgeber dann in Quarantäne schickt bzw. kündigt? Einfach so. Naja, der Arbeitgeber kann dich nicht in Quarantäne schicken, weil das könnte nur die Behörde machen. Ne? Das ist sicher so, es steht bei uns dezidiert in der Hausverordnung drinnen, wenn wir den Test nicht einwilligen, nachher heißt es, ich werde aus dem Haus hinausgeworfen und darf keinen Dienst machen und bin unbezahlt dann entlassen, sozusagen. Da ja, war ich einmal. Schau du, also direkt zwingen kann dich der Arbeitgeber zu einem Test nicht. Das ist einmal der erste Punkt. Das zweite ist die Frage der Entlassungen, ne? Die da immer mehr um sich greifen. Grundsätzlich gekündigt, von dem reden wir jetzt einmal, gekündigt werden kann man immer. Das ist nun mal leider so in der freien Wirtschaft. Ne? Das lässt sich nicht verhindern. Entlassen kann man sicher aufgrund eines verweigerten Covid-Tests, also SARS-CoV-2-Tests nicht. Ne? Das kann, also, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Abfertigungsansprüche, also es kann ja sein, dass es noch Leute gibt, die im alten Abfertigungssystem sind, das ist ja durchaus möglich. Ne? Wenn das also hier der Spiritus Rector ist, also dass quasi das die Absicht des Arbeitgebers ist, sich das zu ersparen, also das kann man sicher einklagen. Ne? Inwieweit man die Kündigung als sozialwidrig anfechten kann, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen, weil es dazu nur keine Rechtsprechung gibt. Das ist leider zu neu. Hätte ich auch noch kurz eine Frage zum Maskenbefreiung, Attest von Kindern in der Schule, also ich habe heute Rücksprache gehalten mit der Bildungsdirektion Oberösterreich. Die Dame hat mir gesagt, das Attest wird nicht anerkannt, ist ein psychologisches Attest. Und wenn das Attest, also wenn ich vor einem normalen Doktor Attest bringe, das müssen sie anerkennen, hat sie mir gesagt, beziehungsweise nach Rücksprache mit dem Direktor, der sagt, dann gibt es praktisch einen eigenen Zugang für meinen Sohn, einen eigenen Sitzplatz in der Klasse, 5 Meter weg. Er darf in der Pause den Sitzplatz nicht verlassen. Ja. Also da haben wir ja Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ja. Also, wie geht man vor? Also ein Arzt muss schon sein, das ist klar. Also ein Arzt muss es schon sein. Punkt 1, Punkt 2, diese ganzen anderen schikanösen Maßnahmen, ne, bei offenem Fenster sitzen oder irgendwo separiert sitzen, was weiß ich, er muss in der Pause in der Klasse sitzen bleiben, oder diese Unsinnigkeiten, ne, empfehle ich wieder den Gang zur Bildungsdirektion, ne, und wieder dann schlussendlich sollte hier nicht Abhilfe geschaffen werden mit diesem Unsinn, ne, dass man einen Bescheid einfordert, ob diese Maßnahmen rechtens sind, ne, damit man dann wieder das bekämpfen kann. Ne. Also einfach solche so Maßnahmen, so quasi das mache ich jetzt, weil ich Lehrer und Direktor bin, ne? Geht nicht. Immer, es ist ganz wichtig, ihr müsst immer einen Hoheitsakt einfordern, ne? Es ist generell so der Fall, ne? Generell so der Fall, ihr müsst einen Hoheitsakt einfordern, weil daran knüpft der Rechtsschutz an, ne? Nicht euch abspeisen lassen mit irgendwelchen Unverschämtheiten, ne? mit SMS und Telefonaten und irgendwelchen vollmundigen Ansagen von irgendwelchen pragmatisierten Herrschaften, sondern immer schlussendlich einen Bescheid fordern. Ne? Das ist das Wichtige und den Rechtsstaat herausfordern. Ne? Das ist das Entscheidende. So. Eine Frage noch. Sind die Atteste vom Dr. Eifler weiterhin gültig? Ihr habt ja so lange Probleme gehabt, dass sie nicht anerkannt wurden. Ja, das ist wieder was anderes. Ne? Sie sind natürlich gültig, weil sie dem Ärztegesetz entsprechen, ne? Bis solange er im Arzt war. Ne? Weil nachher hat er eh keine mehr ausgestellt. Ne? Okay. Ich möchte wissen, wenn, so wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn man jetzt einen Bescheid bekommt, dass man zum Beispiel in Quarantäne muss, ob man wenn man das beansprucht, ob man in der Zwischenzeit dann in Quarantäne bleiben muss oder ja, sagt, schau, solange das, kann. Ich sage das ganz offen, das hängt ein bisschen davon ab, wie jemand gestrickt ist. Ne?
Also den Bescheid bekämpfen ist einmal klar, ne? Das ist logisch, also gegen den Bescheid sollte man immer vorgehen. Wenn man pumperl gesund ist, ne? Und sich nicht schikanieren lassen will, stellt es jeden frei. Ich sag's so, wie es ist. Also das braucht sich ein Staatsbürger nicht bieten zu lassen, ne? Weil nämlich ist, wie gesagt, und da kann man wirklich gut argumentieren in einem Fall eines Strafverfahrens, man muss die Leute herausfordern, ich sage euch das ganz einfach, weil sonst ändert sich nichts. Ne? Es steht, wie gesagt, was das portugiesische Gericht gesagt hat, es kann nur ein Arzt feststellen, ne, ob ein Mensch krank ist, ansteckungsverdächtig oder krankheitsverdächtig ist. Ne? Das kann nur ein Arzt feststellen, nicht irgendein Stabeltest und keine Behörde, kein Gesetz, keine Verordnung und sonst nichts. Und weil das eben alles nicht stattfindet, hat man ziemlich gute Karten. Und das Zweite ist der Beipacktext. Weil da steht genau drinnen, dass für das nicht geeignet ist. Ne? Das hat übrigens auch der Erfinder dieses Tests, ein gewisser Gary Mallis, gesagt, ne? dass was er erfunden hat, ne? Nicht geeignet ist, einen Menschen für krank zu erklären oder zu bestimmen, dass das, was man gefunden hat im Körper, nämlich diese Nukleinsäurereste, ne? Dass die auch wirklich schädlich sind. Ne? Das ist ziemlich klar. Bitte. Du bist voll. Sehr gerne. Mit welcher Begründung muss bei dem PCR-Test in der Nase herumgestillt werden? Reicht da nicht eine normale Speichelprobe aus? Muss ich das machen? Und warum eben auch zuerst Rachen, dann Nase oder umgekehrt? Kann man da nicht irgendwas auslösen? Das ist die erste Frage. Meine zweite Frage ist, wie oft muss im medizinischen Bereich die Maske gewechselt werden? Wie lange darf man die aufhaben? Gibt es da Regelungen, dass man da Pausen haben muss? Also das mit der Maske, soweit ich weiß, muss arbeitsrechtlich alle halben Stunden da eine Pause eingelegt werden, aber das ist nicht durchführbar. Sind diese Probleme in Operationssälen im Übrigen auch bekannt? Braucht ja keiner glauben, dass dort die Leute nicht umfallen. Und das tun sie nicht, weil es so ekelhaft ist, was sie dort sehen, sondern weil es vom CO2-Umfallen. Aber eigentlich müsste das so sein. Wir haben auch dem Arbeitsinspektorat bereits geschrieben, also nicht wir, sondern Professor Treindl, wie das jetzt ist mit dieser Konzentration und Ding, aber das Arbeitsinspektorat hat gesagt, das ist nicht zuständig. Also der öffentliche Dienst ist, Entschuldigung, auf einem Niveau von Subkanone. Und wegen diesen Stabertests, also müssen, ja, wir sind wieder beim Müssen. Eine Therapie oder Diagnostik erfordert in Österreich die Zustimmung des Patienten, wenn wir jetzt einmal Notfälle außen vor lassen. Und ohne diese Zustimmung gibt es keinen Test. Da gibt es auch kein Blutdruckmessen und da gibt es kein Zahnziehen und keine Blutabnahme und da reicht ein Nein. Wo da umeinander gestirrt wird, ja, ist uninteressant. Das ist eh für nichts. Ja, der Test ist bei gesunden Leuten für nichts. Und wisst ihr, warum ihr den PCR-Test nicht gekannt habt vor Corona? Weil das eine sehr teure, ja, im Übrigen kostet der Test in etwa ein Hunderter. Also könnt ihr euch vorstellen, was da Geld verbraten wird. Das ist eine Spezialuntersuchung, die fast ausschließlich im klinischen Bereich gemacht wird, an schwerkranken Leuten. Also es ist wurscht, was du dort testest. Das ist ja ohne Begründung. Ich meine, man sucht halt, wenn man das vernünftig macht, dann suche ich den Erreger dort, wo er am ehesten sitzt. Und das sind die tiefen Atemwege, also ich würde wohl eher in Hals reinfahren. Aber wie gesagt, es gibt ja keine Indikation bei gesunden Leuten, diesen Test zu machen. Und das ist jetzt auch einmal ein Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, jetzt wieder mal ein bisschen das Hirn einzuschalten und Indikationen zu stellen und nicht irgendwas in einem Panikmodus zu machen. Ich brauche ja eigentlich kein Mikro, ich rede jetzt extra leise. Also ich habe keine Kinder, ich habe keine Beziehung, keine Probleme mit irgendeinem Attest, das man mir verlangt hätte oder irgendeiner Testung, die ich machen hätte sollen. Aber ich bin seit geraumer Zeit als nicht systemrelevanter Mensch gezwungen zur Untätigkeit. Ich darf einkaufen gehen, ich durfte bis vor kurzem auch noch in normale Geschäfte, inzwischen ist das ja etwas eingeschränkt. Im Baumarkt wird man inzwischen krank, im Elektromarkt auch, im Supermarkt scheinbar nicht. Sehr nett vom Virus. Meine Frage ist, kann man einen Unternehmer, der ja Arbeitgeber und Steuerzahler in Österreich ist,
tatsächlich so mir nix, dir nix seine Existenz wegnehmen und sagen, ja, wir haben zwar keinen Beweis, dass sich die Leute bei dir jetzt tödlich infizieren, wir haben auch keinen Beweis, dass es in dieser Branche unbedingt der Fall ist, aber wir sperren jetzt einfach mal zu. Kann man das anfechten, beziehungsweise was ist zu erwarten, wenn sich jemand da nicht dran hält? Ja, ich habe diese Frage ohnehin schon teilweise beantwortet, weil der VfGH hat ja gesagt, ne, bei dieser Verordnungsprüfung, ne, der Verordnungsakt ist leer. Ne? Also grundsätzlich, wenn wir eine tödliche Seuche hätten mit einer entsprechenden Übersterblichkeit, wo dann wirklich jeder jemanden kennt, der und so weiter, wie unser Ohrwaschelkaktus da von sich gegeben hat. Ne? Also dann könnte man das irgendwie verfassungsrechtlich noch begründen. Würde mir aber auch schwerfallen, weil bei einem Gesundheitssystem, wie wir das haben, müsste das eigentlich auch irgendwie machbar sein. Abgesehen davon hat die Konstantina gesagt, dass es keine Infektionskrankheiten gibt in einem industrialisierten Land, was die Allgemeinheit gefährdet. Also wir haben ja die Antwort bereits, weil der VfGA hat ja eindeutig festgehalten, das Ganze ist ohne Grundlage. So. Jetzt gibt es aber das Problem, dass nach dieser Entscheidung immer wieder weitere Verordnungen erlassen wurden. Das ist eine Verordnungsdauerwalze, ne? Und das Problem besteht eben darin, dass also wir Anwälte nicht so schnell anfechten können, wie denen die Verordnung einfallen. Ne? Und auch der Verfassungsgerichtshof ist da ein bisschen gehemmt, ne? Weil der tagt nur viermal im Jahr, drei Wochen, also das sind diese Sessionen da zu jeder Jahreszeit, ne? Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ne? Und auch da kommt man nicht nach. Und das ist unser Hauptproblem. Ne? Ich weiß nicht, ob es theoretisch machen würde. Man würde eine Strafe bekommen und die einfach mal nicht zahlen, sondern sagen, wir warten bis der VfGH hat. Ja, das, wie gesagt, man kann das schon machen. Das musste man früher auch machen, solange es diesen Individualantrag nicht gegeben hat, da hat man das früher so gemacht. Ne? Jetzt gibt es eben diese Individualanträge, wo man eben direkt sich an den VfGH wenden kann und direkt individuell, darum heißt das individuell, eine generelle Norm anfechten kann, ohne einen Bescheid zu haben. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht strafen lassen, um eine Norm beim VfGH überprüfen zu lassen, sondern ich kann das direkt machen. Ne? Ich kann direkt den Gesetzgeber oder den Verordnungsgeber, also in Anspruch nehmen. Ne? Das gibt es, also ich glaube 30, 35 Jahre in Österreich, das war am Anfang nicht so. Ne? Das hat man nachträglich eingeführt, weil man genau diese Problematik erkannt hat, dass man dann, was weiß ich, ein Batzen Geldstrafe riskiert, ne? Die dann auf einem verfassungswidrigen Gesetz beruht hat, ne? Aber und dann war das halt länger in Schwebe. Ne? Und dieser Zustand wurde dann als unzumutbar angesehen und wurde dann dieses Rechtsinstitut eingeführt. Ne? Ist das so? Vielen Dank für die Antwort und danke für die gute Arbeit. Bitte, ja. Ciao. Gibt es noch Fragen? Wer Fragen stellt, soll bitte noch vorkommen, damit der Roland das Mikrofon dann verteilen kann. Also ich habe noch eine Frage und zwar, wieso darf die Regierung Verordnungen treffen, die nicht vorher vom Verfassungsgericht geprüft wurden? Ja, diese Möglichkeit gibt es nicht. Aber wieso denn ja. Nicht? Ja, das ist also quasi, oder? So quasi, der Minister muss seine Verordnungen dem VfGH vorlegen, damit er keinen Blödsinn macht. Ne? Ja, ist dieser Tage ein berechtigtes Anliegen? Ja, das würde ich gar nicht einmal abstreiten, ist aber in der Verfassung nicht vorgesehen. Man, wir streben ohnehin an, also das haben wir eh schon öfter gesagt, dass der Verfassungsgerichtshof, dass der Verfassungsgerichtshof reformiert wird, ne? Weil das dauert einfach alles ein bisschen zu lang. Weil wenn man nämlich eine VfGH, also einen Individualantrag einbringt, dann kriegt man vom VfGH so einen Schrieb zurück, dass er jetzt die Behörde aufgefordert hat, binnen 4 Wochen die Akten fein säuberlich sortiert vorzulegen. Ne? Also ich meine, eigentlich sollte die Behörde die Akten parat haben. Ne? Rudi nicht. Ne? Also ja, das ist leider so. Das gehört alles ein bisschen mehr gestraft, ne, und ein bisschen schneller gemacht. Es gehören Eilentscheidungen her. Es gehört eine Senatsstruktur her beim Verfassungsgerichtshof. Und es müsste auch zwingend vorgesehen sein, dass der Verfassungsgerichtshof eigene
also vermehrt eigene Sachverhaltsermittlungen macht. Ne? Dass es hier Defizite gibt, das ist richtig. Ne? Ja, eben, das, da gebe ich dir völlig recht. Es gibt da Defizite. Ja, ich gebe dir da völlig recht, es gibt Defizite. Es wäre ja zum Beispiel noch verkraftbar, wenn die obersten Organe, also die Minister halt, sich an die VfGH-Erkenntnisse halten würden. Ne? Das Problem ist ja beim VfGH, dass der VfGH selbst ja keine Exekutionsgewalt hat. Das ist ein Gericht, was ja nur quasi gescheit ist, ne? Gescheite Sachen macht, ne? Erkenntnisse, so heißt das, eine Entscheidung des VfGH von sich gibt. Und diese Erkenntnisse werden dann quasi im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Das ist quasi die Umsetzung, das ist wie ein Gesetz eigentlich. Ne? Und nur diese Entscheidung ist ja auch für die Regierungsmitglieder bindend. Ne? Nur wird das halt ignoriert. Ne? Das ist halt das Problem. Wir haben halt leider, wie soll man sagen, ja, in die Nähe von kriminellen Zuständen. Das muss man leider sagen. Ne? Naja, wir sind ja ganz oben. Ne? Mehr als Höchstgericht gibt es nicht. Das ist in keinem Land so. Ne? Tatsache ist, dass halt leider die Regierung diese Dinge ignoriert. Ne? Ich habe auch noch eine Frage. Warte, ich möchte kurz antworten. Du hast gesagt, warum gibt es keine oberste Gewalt? Also der Verfassungsgerichtshof ist quasi die oberste Gewalt, aber der Souverän sind wir. Wir sind eigentlich die Staatsgewalt und wir haben es abgegeben zu treuen Händen. Und das wird missbraucht. Und deshalb muss das wieder zu uns zurück und jeder muss sagen, okay, du hast Schindluder getrieben, lieber Staat. Ich meine, der Staat sind wir, muss man auch sagen. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Regierung, Verfassungsgerichtshof etc. Wir müssen das ändern, weil wir sind der Souverän. Und wenn jeder immer sagt, na der soll tun und der Schießler soll es richten und die Lehrer sollen es richten und die Ärzte und die Anwälte, Irrtum. Wir selber müssen uns das richten. Und überdenkt es einfach einmal. Wenn ich höre, ich bin befreit von der Maske, jeder überlegt einmal, was dieser Satz heißt. Ich bin befreit, ein anderer hat mich befreit. Bitte selber machen. Wir müssen das wieder selber machen, in die eigene Hand nehmen und der Regierung, dem Staat, den Behörden sagen, Entschuldigung, du hast Mist gebaut, du missbrauchst deine Gewalt, du belügst uns auch noch. Jetzt ist die Macht wieder bei mir und ich sage, nein, mach ich nicht, bis hierher und weiter nicht. Wir sind der Souverän und das muss wieder, glaube ich, in unsere Köpfe hinein. Ich finde es immer sehr eigenartig, wenn wir Maskenbefreiungen ansuchen, weil dann legitimieren wir die anderen, die Masken tragen zu müssen, oder? Genau. Ja, sagen wir nicht unbedingt, aber es ist halt so, ne, dass wir durch unser Verhalten, durch unsere Compliance, sage ich jetzt einmal so, ne, das Ganze sehr stark begünstigen. Ne? Also jeder rennt freiwillig zu Maskentests, ne, und also zu PCR-Tests. Ne, und ich frage mich, warum machen die das? Ne? Also mein Sohn ist ja ein ganz guter Schwimmer, der ist ja unten im Stadion. Im Stadion ist ja diese Teststraße im Praterstadion. Ne? Und da sieht schon um 6 in der Früh die Leute aussteigen bei den PCR-Tests. Ne? Da schickt immer Büdeln von ich sage ja schon immer, die Debatten sind schon wieder da. Ne? Nein, es ist aber leider so, die Leute die rennen freiwillig zu diesen blöden Tests. Ne? Ich meine, es gibt schon Herrschaften, man muss schon so ehrlich sein auch, ne? Die erhoffen sich dann Urlaub, ne? Ich bin eh gesund, gehen wir halt testen. Roman, ja? Wenn man Frage noch ganz kurz. Ja, bin eh schon da, ja. Aber ganz kurz, ich möchte es nur fertig sagen. Okay. Also es liegt schon an uns auch, ne? Ob man da, also was in diesem Land passiert, ne? Und ja, in diesem Sinn, bitte. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, mit 1.9. ist ja so ein Epidemiegesetz verabschiedet worden. Und da gibt es uns einen Absatz, und das ist mir ein bisschen unklar. Und zwar geht es darum, dass grundsätzlich Leute keine Medikamente einfach verabreicht kriegen dürfen, die was irgendwo in einer Unterbringung sind oder so. Und da gibt es jetzt, da habe ich irgendwas gelesen, dass das die Ausnahme ist, wenn man mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder so. Ich weiß nicht, ist das nur da oder ist das auch schon gekippt worden?
Ja, soweit ich jetzt weiß, geht es darum, um die Teilnahme an Studien. Ne? Aber schon. Hä? Und das ist an sich immer an die Einwilligung gebunden, also, soweit ich das jetzt weiß. Ne? Also was ich, so Impfpflicht oder Medikamente, Einnahmepflicht, also gibt es in Österreich so noch nicht. Ne? Also sag jetzt einmal. Ne? Also da kann ich nochmal vorerst einmal eine Warnung geben. Ne? So, gibt es sonst noch Fragen? Ich bin von Zeyer Moos und der Bruder ist in Lenz an einer Herrenschule Lehrer. Der hat jetzt vor kurzem, ungefähr vor 4 Wochen, einen Schrieb vor die Nase gesteckt gekriegt. Da ist gesagt worden, wenn er jetzt sich nicht Grippe impfen lässt, dann darf er nicht mehr als Lehrer arbeiten. Ich habe dann ihr gesagt, er soll sich sofort bitte mit dem Wisch zu euch wenden oder zum Dr. Bernauer, weil das kann es ja nicht sein, weil das ist eigentlich eine Nötigung. Ne? Wer hat denn diesen Wisch geschrieben? Keine Ahnung, es ist ja vor der Schule vorgelegt worden. Anscheinend kommt es schon von oben. Also das ist von der Regierung. Also quasi von als Lehrer, ne? Als Lehrer, ja. Als Lehrer, ne? Wird das halt vom Dienstgeber kommen, ne? Wenn man geht einmal auf, dass er pragmatisierter Beamter ist, ne? Ja, dann soll er sich einen Dienstrechtsbescheid schicken lassen. Ganz einfach. Also das ist immer. Das ist ja genau diese Zettelwirtschaft. Ne? Also da kommt irgendein Zettel, ne? Irgendein Schreiben, du hast es zu machen. Ja? Mach ich nicht. Ne? Wenn ich verpflichtet werden soll als Staatsbürger, ne? Dann bitte einen Bescheid. Ne? Das müsst ihr euch merken. Ne? Da genauso. Ich hätte eine Frage bezüglich dieser kommenden Durchcheckung der verschiedensten Lehrkörper bei der Polizei. Was ist da eigentlich die Rechtsgrundlage dafür? Und das ist ja eher freiwilliger Natur. Sehe ich das richtig? Naja, so eine spezifische Rechtsgrundlage fällt mir halt nicht ein. Ich meine, die lässt sich in Zeiten wie diesen in Kürze schaffen. Ich meine, das ist, wie soll man sagen, ja, nicht das Problem. Ne? Trotzdem, immer wenn jetzt hier konkrete Anliegen an einen Dienstnehmer herangetragen werden, gilt das Gleiche, was ich jetzt vorher gesagt habe. Immer einen Bescheid anfordern, den dann wieder anfechten und schlussendlich vor die Höchstgerichte bringen. Ne? Das Problematische dabei ist ja an und für sich die Durchführung dieser Tests, soll ja anscheinend das österreichische Bundesheer durchführen. Ich meine, das ist ja überhaupt. Ja, konkretes weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber es gibt definitiv keine Rechtsgrundlage, bisweilen. Bisweilen nicht, okay. Bisweilen nicht. Danke. Und wenn es eine gibt, immer konkret den individuellen Rechtsakt einfordern. Zumindest unterstützen es die Tests. Hallo? Eine Frage habe ich, und zwar, es gibt scheinbar ein Volksbegehren, das was für die Impffreiheit ist. Wie relevant ist das? Naja, gut, also Volksbegehren in Österreich ist ja ein Kapitel für sich. Ne? Also ich meine, erfahrungsgemäß bewirken Volksbegehren in Österreich nichts. Ne? Auch wenn da Hunderttausende unterschreiben. Ne? Damit, glaube ich, ist die Frage fast beantwortet. Ne? Also das wird sicher nichts bewirken. Ne? Aber unterschreiben ist jetzt mal kein Fehler, ne? Ich sage jetzt einmal. Ne? Bitte? Ja, das war eine Volksabstimmung, kein Volksbegehren. Ich habe jetzt eine Frage an politisch Gewandte. Kann nur die Opposition die Regierung entlassen oder gibt es da für uns auch wirksame Möglichkeiten? Ja, die Opposition kann keine Regierung entlassen, also das geht nicht. Ne? Es kann nur, das kann nur ein Misstrauensantrag im Parlament, der die Mehrheit hat, oder der Bundespräsident selber. Sonst geht nichts. Die Opposition kann da gar nichts. Die kann nur zuschauen. Ne? Nein, und für uns können wir da auch was machen, wirksam. Ja, meine, schauen Sie, wenn Demonstrationen zu Hunderttausenden stattfinden, dann wird das vielleicht was bewirken. Diese kleine Versammlung wird nichts bewirken. Ne? Das ist ja unser Hauptproblem, weil die Leute den Internet hochkriegen. Ne? Jeden Tag Nein sagen. Es reicht. Fragt nicht den Schissler. Aber der Schissler wird es nicht reißen. Fix nicht. Und alle die Rösch und alle die. Nein, sudert es nicht umeinander. Nein. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Ja, grüß euch, Obendorf. Erstmal geil, dass ihr wieder da seid. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe noch nie eine Maske getragen und habe auch keinen Test, weil so wie die Frau Doktor sagt, ich befreie mich selber. Bin auch schon im Geschäft da gestanden, wo Polizisten drinnen waren, die haben auch nichts gesagt.
So habe ich auch eine Frage, wenn ich mal auf so einen gescheiten Polizisten treffe. Mhm. Und der will mir einen Strafanhänger. Cool, das zahle ich nicht. Ja, wieder auch eine Strafe ist ein Bescheid, ne? Und das wieder bei der Maskenpflicht ist, das sind die Dinge, wo man dann sehr günstigerweise eine Reihe von Gutachten gibt, die die Sinnlosigkeit des Ganzen bestätigen. Ne? Also das, das kann man berechtigterweise durchfechten. Ne? Es kommt nicht immer darauf an, ich sage es jetzt ganz offen, wo man... Bitte. Naja, ganz einfach auf die Verfassungsgerichtshofsentscheidung hinweisen, dass das eben, dass der Verordnung sagt, leer ist, dass da nichts drinnen steht und die neuesten Gutachten, also die es gibt, diese dänische Studie zum Beispiel, die halte ich für sehr fundiert, ne? Das kann man anführen, also da gibt es einiges, was man sagen kann. Ne? So. Gibt es noch was? Ah. Na gut dann. Also, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich jetzt meinerseits einen schönen Abend. Ne? Ich hoffe, es war einigermaßen informativ und vielleicht ein bisschen unterhaltsam und ein bisschen aufmunternd. Ne? In diesem Sinne, ne? Schönen Abend.